Kräfte bündeln, hieß es an der Kanu-Trainingsstätte des SCN am Oberbach. Mit im Boot Sportministerin Birgit Hesse. Es geht um viel dieser Tage, denn Neubrandenburg bangt um das Renommee als Sportstadt und die Unterstützung der Leistungszentren. Die vom Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer und dem Deutschen Olympischen Sportbund eingeleitete Leistungssportreform sieht eine Reduzierung der Bundesstützpunkte vor. In Neubrandenburg drohen die Bundesstützpunkte Triathlon und Kanurennsport der Reform zum Opfer zu fallen. Der Bundesstützpunkt Leichtathletik gilt zumindest bis 2020 als gesichert. Vom Grundsatz her ist es in der Tat nicht verkehrt, auch mal drüber nachzudenken, wie ist man aufgestellt, das auch mal zu evaluieren und zu schauen. Aber das, was im Ergebnis rausgekommen ist, also die 21 Stützpunkte, die man in Frage gestellt hat, vor allen Dingen auch aufgrund der Kriterien, die für uns alle schwer nachvollziehbar sind, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Entscheidung falsch. Das habe ich Herrn Seehofer ja auch mitgeteilt und bin auch allen Verantwortlichen hier am Standort, aber auch in Rostock-Warnemünde, aber auch Herrn Evers als Leiter unseres Olympiastützpunktes sehr dankbar. Natürlich auch den Landessportbund, dass sie diese Einschätzung auch teilen. Und es ist jetzt an uns, laut zu werden und das auch gegenüber Berlin so kundzutun. Neubrandenburg fehlen die Kanu- und Triathlon-Olympiasieger, um im aktuellen Bewertungskatalog Punkte zu sammeln, räumt Heinrich Nostheide, Präsident des Sportclubs Neubrandenburg, ein. Erste Plätze dürfen jedoch nicht der alleinige Maßstab sein, kritisiert Sportministerin Hesse die Auswahlkriterien des Bundesinnenministeriums. Mit dem Wegfall der Bundesstützpunkte stehen neben der Nachwuchsarbeit und der Talentsichtung im Nordosten auch die gewachsene sportliche Infrastruktur der Stadt Neubrandenburg auf dem Spiel, lautet der allgemeine Konsens. Ja, der SCN würde sich zurückentwickeln, würde wahrscheinlich ein ganz normaler Breitensportverein sein. Das ist jetzt nicht das Problem, aber es wären eben in der Region keine Spitzensportler mehr da. Ich würde sagen, es steht sehr viel auf dem Spiel. Es geht um die Nachwuchsarbeit, es geht darum, Perspektiven hier zu bieten am Sportstandort Neubrandenburg. Wir von städtischer Seite haben alles dafür getan, bei allen Gremien dafür zu sorgen, eben diese Stimmung zu produzieren. Nein, das darf nicht passieren, dass Stützpunkte in Frage gestellt werden. Ich fand es sehr gut und sehr positiv, dass die Ministerin landesseitig sich auch so positioniert hat und gesagt hat, diese drei Sportarten gehören zum Standort Neubrandenburg und sie wird ebenfalls alles dafür tun, dass das so bleibt. Ich habe schon großes Vertrauen darin, dass man auch noch mal umdenkt. Auch nach dem, was wir alle zugearbeitet haben, was auch unser Landessportbund noch mal zugearbeitet hat, was aber auch die einzelnen Stützpunkte noch mal gezeigt haben und natürlich auch Athletinnen und Athleten, die sich auch noch mal stark gemacht haben. Also ich hoffe, dass in der nächsten Woche mit dem ganzen Theater Schluss ist. Anfang November tagt die Sportministerkonferenz in Saarbrücken. Dort soll es gelingen, das Ruder rumzureißen und den Sport in Neubrandenburg auf Spitzenniveau zu halten.